Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew Motorfest hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Und damit auch herzlich willkommen zur Bonusfolge der Dreamcast presented by Supercar Blondie. Eigentlich sind wir schon durch mit den Playlist-Aufgaben. Ihr seht, alles abgeschlossen. Aber die Besonderheit war ja, dass wir ja während dieser Playlist immer zwischen zwei Fahrzeugen wählen durften. Und ich habe es ja schon bereits angekündigt. Jetzt holen wir auf jeden Fall die ja jeweils anderen Fahrzeuge, die wir uns noch nicht angeguckt haben, nach. Und beginnen hier bei Dream Bulls. Und zwar mit dem Egoista. Denn den Terzo Millennio haben wir hier uns ja zweimal schon angeguckt. Deswegen direkt hier, zack, Wegpunkt setzen. Und fahren da direkt los. Und natürlich sind wir mit dem Silver Arrow hier unterwegs, den wir ja freigeschaltet haben. Das ist ja das Belohnungsfahrzeug dieser Playlist. Mega cool. So. Ja, natürlich hören wir jetzt vieles doppelt. Wie gesagt, ist so ein bisschen eine Bonusfolge, wenn man das so sagen darf. Aber ich fände einfach, es wäre nicht komplett, wenn wir das jetzt nicht so machen würden. Auch wenn die Events an sich nichts Neues sind, aber das Fahrzeug. Ja, das Fahrzeug ist das da. Und deswegen Folge wollen wir uns natürlich den Egoista anschauen. Superstiere nimmst du zuerst? Egoista oder Terzo Millennio? Den Terzo habe ich zuerst genommen, den Egoista nehme ich jetzt als nächstes. Ja, wir haben jetzt natürlich das auch freigeschaltet, das heißt, wir könnten jetzt hier natürlich auch, muss ich gerade kurz gucken, wie wir das nochmal einstellen könnten. Na, wir können jetzt hier auch, ne, okay, warte, das war's nicht. Ich glaube, hier kann man, ah genau, hier könnte ich jetzt auch sagen, ich möchte was anderes fahren, ne, also nicht die Playlist, aber wir machen natürlich die Playlist, deswegen, ja, let's go. Ich glaube auch, die Belohnung ist diesmal jetzt dann auch geringer, weil wir es schon mal gemacht haben, schätze ich mal. Ich weiß es aber nicht. Egal, wir machen es einfach. Ja, das kennen wir schon, deswegen überspringe ich das mal ganz kurz. Wer das sehen will, was sie da gesagt hat, checkt einfach entsprechend die vorletzte Folge aus. So, aber was sie jetzt natürlich zu dem hier sagt, das möchten wir uns anhören. Das ist ja das Besondere und deswegen, ja. Wählen wir den jetzt auch aus, den Egoista. Good choice, Lamborghini Egoista. Alright, I got a few things to tell you about this car. Ich bin gespannt. Vor allem hat er jetzt auch Ton, ja. Ich habe mal kurz dran gezweifelt, ob er elektrisch ist oder nicht. Guck mal, ich habe sogar meinen eigenen Ghost-Gegner hier. Und ich war eindeutig mit dem Terzo schneller. Gut, ist auch ein bisschen unfair. Hey guys, it's Supercar Blondie back on the field where we're following one of the most promising drivers of the festival for some serious concept car action. Say hi to the driver, guys. Ich sag nicht hallo, es geht ja um mich. So this is how Motorfest does things. Well, we're gonna get along just fine. In this first event, the idea is to push the Lamborghini to really high speeds and reach each checkpoint on time. Which means going fast, maintaining that speed no matter what, and also not running out of time. Alright, as far as I know, this first route starts with a wide road with no sharp turns, so there's no problem going all out with that Lambo. But be careful, the road gets narrower just down the way. Also der Egoista hat halt unglaublich viel Frontend-Grip. Ist echt krass. Also was ich damit meine, ist halt sehr viel Grip auf der Vorderachse. Deswegen kannst du da einfach alles vollfahren, ohne Probleme. Also jetzt hat sie zum Fahrzeug nicht viel gesagt. Hat sie aber tatsächlich beim Terzo bei dem Event auch nicht. Also, you see, ja. It's super tight here. And at 300, this makes a huge difference. Aber egal, wir machen es einfach nochmal. Wie gesagt, wer da jetzt keinen Bock drauf hat, seht es eher als Bonusfolge. Check out the sun bouncing off that car. Doesn't it just give you the feels? Und keine Sorge, die nächste Let's Play-Folge und somit auch die nächste Playlist wird nicht so lange auf sich warten lassen. Vielleicht gucken wir uns da mal auch das Liberty Walk an oder vielleicht auch Donut Media. Mal gucken. Weiß es noch nicht. Vielleicht aber auch eine der Playlists, die wir schon aus der Beta kennen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen.
So, am Ende wird es jetzt ein bisschen kurvenreicher, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und das sollte ja jetzt dem Egoista eigentlich entgegenkommen. Okay, ich wollte hier voll durch. Das geht nicht. Aber richtig abgeflogen bin ich jetzt zum Glück auch nicht. Schon krass, wie der liegt. Lecco Mio, der liegt echt gut. Wenn ich jetzt nicht so viel Rasen mitnehmen würde, am Ende hätte ich da vielleicht sogar meine eigene Zeit noch schlagen können damit. Aber auch interessant, ne? Die Unterschiede zu sehen. Ja, auch geiles Fahrzeug irgendwo. So absolute Fighter-Jet-Optik. So, jetzt können wir was springen. Und dann direkt weiter zum nächsten Event. Aber ich glaube, ich muss das jetzt... Dir steht eine Playlist zur Verfügung. Genau, weil sie wird immer wieder eine neue Playlist vorgeschlagen. Deswegen muss ich das jetzt ein bisschen tricksen. So, und müssen wir das so machen. Der italienische Stier ist einfach klasse. Jetzt mal hier ein bisschen ab. Atme durch, das Warm-up ist vorbei. Zeit für ein Duell. Für ein Duell. Genau so geht man mit solchen Exoten um. Immer schön drauf. Wir mussten diese Traumautos einfach gegeneinander antreten lassen. Schließlich müssen diese beiden Schätze direkt aus dem Lamborghini-Museum beschäftigt werden. Weiß nicht, was gerade los ist mit mir, aber ich bin gerade ein bisschen auf Randale aus. Entschuldigung. Sorle, jetzt. Und erneut gibt's den Egoista. Sehr gut. So, you'll be driving the Lambo Egoista for this race. Buckle up, let's do this. Alright, it's face-off time and you chose the Lamborghini Egoista, which literally translates to selfish. It is the ultimate one-seater hypercar. It's all about you and the car. Let me tell you a little bit about it. It was unveiled for the manufacturer's 50th anniversary. Just like an F1 car, it features a jet fighter style cockpit and no doors, which means you're gonna have to limber up so you can jump in and out of this beast. And of course, there's only one of these babies in the world. So even if you have the money to buy it, doesn't mean you can. Like its designer once said, this is hedonism taken to the extreme. Right, it's time to be selfish. Let's let this one loose. Aber hallo. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Es dürfte auf jeden Fall schwieriger sein. Mit dem hier. Aber wir versuchen's. Aber diesmal sitzt ihr auch nicht hier am Steuer des Terzos, das ist entsprechend easy zu schlagen. Ganz klar. Okay, du bleibst jetzt schön hinten dran. Und jetzt schön fett hier. Auch wenn er mich, ja, ich wollte gerade sagen, hier fast schon aus der Kurve drückt. Ich habe mich aber selber dahin getrieben. Der Windschatten regelt. Windschatten ist schon sehr mächtig, finde ich, in The Crew Motorfest. Ja, aber sowas finde ich halt cool, ne? Also auch diese Zwischenvideos, wo dann halt einfach auch erklärt wird, ein bisschen was erzählt wird zu den Fahrzeugen. Not to make you nervous, but these cars must not, under any circumstance, end up in a ditch. They're worth millions of dollars. I just gotta remind you guys that this race is unprecedented. These two incredible cars going head to head. We've gotta go for it. Okay. Schön davor bleiben. Also wir müssen nicht drüber reden, der Terzo ist schon stärker. Dementsprechend erwarte ich aber, wenn wir jetzt gleich auf den Laboratoire Noir wechseln, dass wir dort ein bisschen leichtere Karten haben, weil ich schätze dort auch den Noir stärker ein als den Veyron. Aber wir werden sehen.
Kurven jetzt hier, die helfen jetzt auf jeden Fall dem Egoista. Da sehe ich auf jeden Fall seine Stärke. Aber das wird auch dann beim Citroën GT und im Vergleich dann zum Renault sein. Den Renault habe ich in den Kurven auch stärker eingeschätzt. Allerdings, was Power angeht, dürfte der Citroën besser unterwegs sein. Ja, Renn-Action kommt auf jeden Fall nicht zu kurz in den Videos. Aber ich finde es auch cool. Einfach mal wieder. Naja, müsst ihr euch vorstellen, ich mache so oft Videos, wo ich zum Teil stundenlang mich vorbereite und so weiter, ne? Gerade bei den Horizon 5 Videos. Und einfach jetzt hier mal wieder ein Let's Play zu haben, wo ich einfach sagen kann, ey, ich lehne mich indirekt ein bisschen zurück. Natürlich ist es kein Zurücklehnen. Aber ich starte einfach die Aufnahme und lasse mich quasi berieseln, was passiert. Natürlich, klar, spiele ich aktiv, natürlich versuche ich trotzdem durch mein Commentary zu unterhalten. Aber du verstehst schon, was ich meine. Ich muss nicht im Vorfeld mich jetzt irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, zwei Stunden oder sonst was mit einem Fahrzeug auseinandersetzen oder sonst was. Sondern, ich starte einfach die Aufnahme und gucke halt, was passiert. So ganz klassisch faul, sage ich jetzt mal. Und ja, ist auch ganz schön, auch mal wieder eine schöne Abwechslung einfach, wieder mal so was Neues erleben, ja. Manchmal sind die Spiele halt einfach irgendwann tot gespielt, aber so ist es doch auch eine schöne Sache. Und ich hoffe, die Videos sind deswegen nicht minder schlecht, ja, sondern einfach was anderes mal wieder. Ich glaube, unterhaltsam ist es trotzdem. Gerade vielleicht dann diejenigen, die selber nicht Motorfest spielen, glaube ich, sind dann die Videos trotzdem ganz cool, weil du dadurch ja trotzdem das Spiel so ein bisschen durch meine Sicht mitbekommst. Wie gesagt, das ist ja jetzt auch nur eine Facette des Spiels, die ist natürlich viel größer noch. Gerade erst an. Unser Dreamcast-Erlebnis geht weiter mit dem zweiten Motto: Traum Bugattis. Na, lass mich raten, könnte es sein, dass wir den Bugatti Veyron Bacetta fahren? Und den La Voiture Noire? Alle bisherigen Bugatti-Modelle sehen schon unglaublich. Ich weiß nicht, wie ich da drauf komme, aber die kommen ja gerade in Sinn. Nun, Alex hat zwei Autos ausgewählt, die dir diese Frage eindeutig beantworten. Zwei Bugattis, mit denen der Hersteller neue Horizonte erreicht hat. Was sind ja alle Bullis hingegen? Der Bugatti Veyron und La Voiture Noire. Sehr schön. Und direkt rein da. Wir haben ein strammes Programm vor uns. Insgesamt 6 Events. So viel haben wir, glaube ich, noch nie geschafft. So, das überspringen wir wieder. Wie gesagt, das haben wir ja schon gesehen. Aber diesmal wählen wir eben nicht den Veyron Bacetta, sondern diesmal ist er dran, der La Voiture Noire. Letzte Folge schon ein bisschen so gefahren durch die Open World, aber jetzt wollen wir ihn natürlich nochmal richtig erleben. Let me tell you more about this incredible car. Wir sehen schon direkt am Start, wie wir den Veyron abziehen. Aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht der Veyron in den Kurven besser ist, wobei so gut war er in den Kurven nicht, sagen wir ehrlich. Hey guys, we're back for a new round and it's all about Bugattis this time. Two exquisite hypercar concepts. And if you're anything like me, you're gonna love this. Wobei der ist schon ziemlich untersteuernd. Wobei ich muss jetzt auch gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob dieses erste Event unbedingt immer nötig ist zu fahren, weil wirklich groß was zu erzählen zum Fahrzeug sagt sie immer erst beim zweiten Event, ne? Egal, jetzt ziehen wir es einfach durch, was soll's. Gibt ja auch nochmal ein bisschen Credits und Erfahrung und wir wollen die Fahrzeuge auch nochmal ein bisschen in Action erleben, das passt schon. So, dann machen wir mal die Innenansicht. Wird sie eh gleich vorschlagen, habe ich im Gefühl, dass wir mal die Sicht nutzen sollten. You know, not all concept cars have finished interiors, but the cars we've chosen really do, and you've got to see them. My tip would be to switch to the cockpit view to take a closer look. This is your chance to admire the incredibly futuristic interior as well. Don't get too distracted, of course. You still got to stay on the road. Ja, also das Gefühl ist schon so ein bisschen, dass ein Fahrzeug einfach ein bisschen besser beschleunigt, ein bisschen mehr Power hat und das andere einfach ein bisschen mehr Grip hat.
Und so würde ich das auch bei den beiden hier sehen. Also jetzt so im mehr oder weniger direkten Vergleich mit demselben Event, würde ich schon fast sagen, dass der Veyron dann doch ein bisschen geiler lag in den Kurven. Dafür der hier einfach ein bisschen besser durchzieht. Was Power-Output betrifft, diese 6 Endrohre, ne? So geil. War halt auch eine Hommage halt an den Alten. Das wird sie bestimmt auch gleich nachher noch sagen. Weil Details verrät sie ja schon einiges. Ja, nicht nur so, ja, da ist er halt und ist schwarz und Noir heißt schwarz und, ja. Aber vielleicht sagt sie das genauso. Wer weiß, wir werden es gleich rausfinden. Jetzt sind wir gleich am Ende dieses Events. Jetzt müssen wir auch noch konzentrieren. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal nicht, in die letzte Kurve reinzuplanken. Just a few more checkpoints. We gotta keep up the pace. Gleichzeitig gebremst, dann kommen wir auch durch die letzte Kurve. Bugatti Lover Tournoir, the only one of its kind. It's absolutely incredible. Ja, der sieht auch geil aus. Müssen wir nicht drüber reden. Der Lover Tournoir, als er in The Crew 2 neu reinkam, habe ich den schon echt gefeiert. Und solche exklusiven Fahrzeuge ist ja cool, dass wir die digital erleben dürfen, dass sie digital so ein Abbild bekommen. Ups. Das ist ein bisschen umständlich, aber passt schon. So, jetzt machen wir das hier. Und schnell zum nächsten Event. Ja, mal gucken, was sie zu erzählen weiß. Auch hier können wir, glaube ich, erstmal wieder überspringen dann gleich. Glaube ich. The Bugatti Lover Tournoir, the one and only. Great choice. What's up, guys? It's Supercar Blondie here with you in Hawaii and you're about to drive the stunning Bugatti Lover Tournoir. This is a car with a $20 million price tag. Only one car was ever made. And the name literally translates to the black car, but it sounds way better in French. This car is inspired by one of the rarest Bugattis, the Type 57 SC Atlantic, the last all-black Atlantic that was ever made, and it's been missing since World War II. Now, a more modern futuristic take on that car is back. Are you ready to get behind the wheel? Let's go. Ja, und es gibt ja auch die Aussage, sollte dieses verschollene Auto gefunden werden, würde der Preis irgendwie, glaube ich, bei 150 Millionen Euro oder irgendwie sowas liegen. Also, ja, habe ich mal, wie gesagt, in The Crew 2 dann auch eine Folge gemacht, weil den Atlantic haben wir zeitgleich bekommen mit dem hier. Und je nachdem ist er auch so ein bisschen inspiriert und da hat man das eben auch mit diesen 6 Endrohren und so. Deswegen, das hat alles schon so seine Gründung. Same deal. After showing off, time for a proper face-off, Motorfest style. So. Okay, jetzt gibt hier der Veyron aber richtig Druck gerade. These cars are both able to reach insane speeds. Oh mein Gott, ist einfach nicht abgebremst. Too intense here. Just pull back slightly. Nein. Muss mich ja da reinkämpfen. Ihr lasst ja die beiden Autos gegeneinander fahren. Aber jetzt ist er aber in mich reingekommen. Oder sie, keine Ahnung. Ja,
Aua. Ich sage jetzt mal geschlechtsneutral. Der Name. Wissen tue ich es aber nicht. Second lap, two more to go. Das könnte eine spannende Geschichte werden. And Lavatue Noir. These cars are at the pinnacle of luxury, and yet they're also defined by their incredible power. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Rennen. Ist ein offener Schlagabtausch gerade. Also bei dem Rennen könnte man auf jeden Fall sagen, waren wir mit dem Büro auf jeden Fall besser. Also da habe ich es wirklich auch dominiert, aber. Wie gesagt, die Fahrzeuge sind wirklich hier, oder die Duelle sind wirklich so, einer ein bisschen mehr Powerfahrzeug, einer mehr ein Kurvenräuber, und hier ist dann doch die Kurventraktion dann doch ein bisschen wichtiger. Ich kann jetzt hier aber auch gar nicht sagen, woran es genau liegt jetzt beim Lavatue Noir. Ich würde einfach behaupten, er hat nicht so viel Grip auf der Vorderachse. Der schiebt wahnsinnig in die Vorderachse. Wobei ich halt aber auch klar sagen muss, ich bin meistens auch einfach ein bisschen zu schnell. Wenn es um die Kurven geht. Verlangt dem Fahrzeug einfach ein bisschen zu viel ab, glaube ich. Licht. Ja, zwei Rennen machen wir noch. Wie gesagt, das Duell zwischen dem Renault, die Racer heißt er, glaube ich, ne? Racer, ach, ich habe vergessen. Use the car's full potential. Unleash it. No regrets. Und dem Citroën GT, wovon wir diesmal den letzteren natürlich fahren werden. The Lavatue Noir once again shows why it's the most expensive car ever made. Ja, 20 Millionen kann ich mir jetzt so knapp nicht leisten, muss ich sagen. So, überspringen. Aber man kriegt aber die gleiche Auszahlung, auch wenn man es nochmal fährt. Also es ist nicht so ein Nachteil, dass wenn man die Playlist nochmal macht. Neue Playlist voraus. Los geht's! Ja, die neuen Playlists, die kommt in der nächsten Folge. Wie gesagt, heute nochmal hier, ne? So. Ja. Ich mache jetzt trotzdem den Test aufs Exempel. Ich gehe nicht weg. Nehmen wir wirklich keine neuen Infos immer beim ersten Event. Ist egal, wir machen es jetzt trotzdem durch. Weil bis jetzt hat sie speziell zum Auto immer erst beim zweiten Event was gesagt. Habe ich aber so gar nicht... Ist mir gar nicht so beim ersten Run durch oder aufgefallen. Bleiben wir in Frankreich. Diesmal bei zwei urfranzösischen Kultherstellern. Ich sage dir, wenn es ums Design geht, bringt dieses Land absolut erstaunliche Ideen hervor. Ja, also französische Autos haben auch auf jeden Fall ihre Existenzberechtigung. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und die italienische, britische, amerikanische und auch deutsche und jede andere Nation. Flair in die Playlist bringen. So, sind wir auch schon gleich wieder. Nicht aufs Grün fahren. Wähle dein Auto, lebe den Traum à la française. Ich bin mal gespannt. Also so vom Ding her würde ich jetzt hier definitiv sagen, der Citroën dürfte doch ein bisschen mehr Bums haben. Während der Peugeot schon deutlich schneller war. Aber wir werden es gleich sehen. So, genau, das können wir jetzt wieder überspringen. Ich war mir vorher gerade nicht mehr sicher. What's up, guys? Genau, sie sagt immer beim ersten Event von dem Duell immer erstmal so allgemein was. Wie gesagt, guckt euch die letzte Folge an, da haben wir das schon mal gehört.
Und erst beim zweiten Event sagt sie speziell was zum Fahrzeug. Deswegen könnten wir das eigentlich überspringen sogar. Also da haben wir jetzt nichts Neues. Gut, ich muss es aber jetzt auswählen. Ich kann es gar nicht. The meanest French car ever made. You're gonna like this one. Ja, böse aussehen tut's. Na gut, dann überspringen das mal. Müssen sie ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Weil ausfahren werden wir es gleich sowieso nochmal. Dann würde ich sagen, jetzt muss ich kurz gucken. Ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne. Weil erst hier wird sie was zum Fahrzeug sagen. Dann machen wir das so. Bis dann. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Damit wir das Fahrzeug doch ein bisschen mehr gefahren sind. Warte mal, ich ändere kurz die Filter ab. Ups, das war falsch. Fahren wir den einfach. Wenn ich ihn doch schon in einem Fuhrpark habe. So schon mal ein bisschen aufs Fahrzeug einschießen. Richtig geraten. Die letzte Begegnung der Playlist beginnt jetzt. Der Renault Tresor stellt sich dem Citroën GT. Dieses Duell wird incroyable. Ja, Innenraumfarbe mit diesem Bronze ist jetzt nicht so meins, aber wir müssen ja auch nicht so lange jetzt hier drinnen verweilen. Ja, er ist schon verdammt schnell. Also Power hat er auf jeden Fall deutlich mehr. Klar, das andere ist auch ein Elektrofahrzeug, da ist natürlich oben raus eh nicht mehr so viel los. Ich dachte, ich komme noch vorbei, aber das war dann doch zu knapp. Ja, leichter Lackschaden. Bisschen drüber wischen. Aber es ist schon wieder raus. Ja, so schlecht liegt er jetzt auch nicht. Aber ja, wir werden es gleich sehen, wie ich mich schlagen kann. Let's go! Letztes Event dann an der Stelle. Mal gucken, was sie zum Citroën so erzählen kann. Ich bin gespannt. The Citroën GT. Who knew Citroën had such a cool factor? Ah, so you like a mean and intimidating, hey? Fair enough. It is a face-off after all. You're not going to be disappointed with the Citroën GT. Originally, this car was created for the video game industry, and they designed this elongated tail simply to scare the pants off your competitors. I swear, it's true. Actually, Citroën wanted to produce a limited number of these cars to be sold at around $2 million each, but unfortunately, it never came to be. Now there's only one in the world, and you get to drive it right now. All right, that's the Citroën GT in a nutshell. And be careful, I've driven it. It bites. Ja, ich war mir ja gar nicht mehr so sicher, aber jetzt, wo sie es natürlich sagt, ist ja klar, mit dem Spiel meint sie natürlich Gran Turismo. Ich war mir nämlich selber gar nicht mehr so sicher, ob das tatsächlich ein Vision Gran Turismo-Fahrzeug war oder nicht. Und ja, war es dann wohl offensichtlich. Also so auch wieder die Infos aufgefrischt. Sehr schön. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den Peugeot schlagen können. Wie gesagt, in puncto Speed auf alle Fälle. Aber auch beim Rest. What's up, guys? The Supercar Blondie channel is back online for a race between two cars that are just out of this world. The outstanding Citroën GT versus my personal crush, the Renault Tresor. And ein persönlicher Crush muss es aber leiden. Oder crashen. Ja, eigentlich alles über 300 müssten wir ihn eigentlich gut abziehen. Aber ich weiß nicht, ob das für die KI auch so gilt. Da hängt doch immer gut hinten dran. Someone's getting carried away. Cool Tower. Does anyone know what it's called? So. Aber der erste drin liegt auch sehr gut.
dass sie nicht meckern. Here we are, cruising down the legendary Waikiki Beach at speeds that will rip through you. Ja, an der Stelle sage ich aber auch schon mal, mit dem Ende des Rennens werden wir auch die Folge beenden. Und deswegen bedanke ich mich nochmal vielmals fürs Einschalten, fürs Dabeisein bei dieser, ja, man könnte sagen, Bonusfolge zu dieser Playlist. Und wie gesagt, nächste Folge geht es auf jeden Fall weiter mit einer weiteren Playlist. Mal gucken, was wir da anschauen. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber eine Playlist wird es auf jeden Fall sein. Und würde ich mich natürlich auch riesig freuen, wenn du wieder mit dabei bist, wenn du wieder einschaltest. Däumchen nach oben wäre sowieso nice aufs Video. Das supportet nicht nur das Video und gibt Feedback, sondern ja, supportet auch allgemein den Kanal. Im Kampf gegen den sogenannten YouTube-Algorithmus natürlich auch sehr gerne Feedback in den Kommentaren da lassen. Und ansonsten, ja, ich freue mich auf dieses Projekt, auf alles, was da noch so kommen wird. Einfach gesunde Abwechslung. Natürlich wird es auch die anderen Projekte hier auf dem Kanal weiterhin geben, auch wenn der Fokus jetzt hier klar so ein bisschen mehr auf Motorfest liegt, aber hey, das gehört ja einfach auch mal so ein bisschen dazu, neues Spiel, neue Sachen erleben, warum soll es da nicht auch ein bisschen mehr Content geben. So oder so, ich bin jetzt raus, vielen Dank und dann, wie gesagt, ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.